Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche vom Challenge-Projekt auf Zweisteinhofen gegen den Mikado Place XD. Hallo, und du musst sagen, die letzte Woche. Die letzte Woche, genau. Beziehungsweise ist es nur ein Bruchteil der Woche, aber ich möchte natürlich auch das LU noch begrüßen, Tiger Farm und der Sepp wieder dabei. Der Sepp. Hi. Und der Varuna. Ja, der ist leider auch dabei. Immer leider wird Varuna lang geschrieben. Varuna. Original wüsste ich glaube ich nicht, wie man es ausspricht, weil es ist indisch, aber. Indisch? Ja, oder Hindu, ja. Okay. Hat man ja glaube ich schon mal in der Folge. Haben sie auch. Also ich sehe gerade hier den MB-Trag von Mikado, ne? Bei mir ist er fast. Wie sage ich, aufgelöst. Oder. Unsichtbar. Bei mir nicht. Bei mir ist er ganz normal. Bei mir nicht. Ich kann dir nachher mal ein Screenshot schicken. Sag mal. Gut. LU ist noch am Arbeiten. Ja. Leider. Wir haben noch zwei Folgen, das heißt heute und morgen. Und in der. Heute müssen wir nochmal richtig Gas geben. Ja, ich auf jeden Fall. Und bei Ihnen, da können wir ruhig ein bisschen langsamer machen. Warum nicht? Sie wissen schon, dass ich auch hier bin, ja. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Gar nicht weit. Überhaupt nicht. Ich bin deprimiert. Warum? Von wem denn? Wegen dem unsichtbaren MB-Trag. Also, das ist irrelevant. Herr Sepp, wie weit sind Sie? Ich bin fertig. So, perfekt. Dann kann die Dispo mich mal gerade mit Herrn Sepp zusammen in den Channel schicken? Wir gehen alle zusammen in den Channel. Also, so. Ja. So, jetzt sprechen Sie. Nee, den Sepp brauche ich. Ja, genau. bitte noch Feld, Wiese 1 bei mir nochmal Schwaden. Und was? Schwaden? Ich nehme mir gemäht. Wiese 1 mähe ich gerade. Achso, okay. Bin schon fast durch. Alles just in time. Abbrechen fürs Ballenpressen. Ja, bitte. 600. Schon wieder? Ja? Immer so krumme Zahlen. Ich stehe auf runde Zahlen. Dankeschön. Bitteschön. Okay. Gut. Wollen wir eigentlich was für Spezielles zur letzten Folge machen? Ja, das müssen wir dann mal off-screen bequatschen. Okay. So. Gut, dann vielen Dank erstmal und bis später. Später. Ich hatte gedacht, wenn sie gezogen werden. Ich dachte, aber ich gehe selber. Tschüss. So, da bin ich wieder. Bibi. Dankeschön. So, was machen wir denn mit der letzten Folge? Wie teilen wir die denn zeitlich auf, so dass wir da hinten raus nicht immer länger machen? Dürfen wir 10 Minuten in der Folge dann noch arbeiten oder irgendwie so? Hallo? Mikado redet nicht mehr mit mir. Doch. So. Ja? Ich höre sie. Was haben wir gerade gesagt? Was wir denn. Oh, fällt um. Naja, egal. Ob wir da ein Zeitlimit setzen bei der letzten Folge vom Arbeiten, ja? Vielleicht 10 Minuten. Dass wir 10 Minuten noch arbeiten dürfen. Ja. Ja, könnten wir machen. Ach man, wieso wollen die denn jetzt? Oh, und mein Zeitplan geht nicht auf. Vermute ich. Ich vermute, dass ich es nicht mehr schaffen werde, dass meine Ernte erntereif wird. Das wäre nicht so. Dann wird es wahrscheinlich
vielleicht doch nichts mit den Zielen, die ich dachte. Also nicht ganz zumindest. Eieiei, ey. Hä? Was ist denn das für ein Bug? Ich kann meine eigenen Ballen nicht mehr hochheben. Was heißt denn hochheben? Ein Frontlader. Ich kann die nicht mehr packen. Die werden mir auch überhaupt nicht mehr angezeigt. Also die sind halt hier schon, aber ich kann die erstens nicht mehr packen und zweitens wird mir halt auch nicht angezeigt, was das ist und dass ich die aufgeladen habe. Hast du wieder einen MB-Truck? Ja. Komisch. Oder sie werden als LU deklariert. Aber wenn sie da LU haben, müsste das eigentlich egal sein. Also ich weiß nicht, wird das auch so gezählt, wenn Tigerfarm die wegbringt? Was? Also Tigerfarm bringt die halt für mich gerade irgendwo anders hin. So. Und warte. Eigentlich müsste egal jetzt sein. Nö, ich kann die nicht mehr anfassen und so. Gehören mir anscheinend nicht mehr. Nö, gehören mir nicht mehr. Doch, jetzt. Jetzt gehören sie mir. Weil? Was war das Problem? Ich hab keine Ahnung. Hat auf einmal wieder geklappt. Gott sei Dank, ich will sie von wenig auf dich wissen. Na, sie haben bei ihrem Feld 21 das gleiche Problem wie ich. Das ist nicht mehr rechtzeitig. Ja, ich vermute. Nicht? Ich glaube, das wird nichts mehr. Wir haben jetzt ungefähr noch 10 Minuten in der aktuellen Folge und dann morgen gibt es ja die Abschlussfolge. Ist schon krass, ey. Und dann haben wir 80 Folgen seit dem 30. Januar. 30. Januar, echt? Ja, am 30. Januar ging es los mit der Challenge. Ist schon wieder 4 Monate her. Ja. Schon krass, ey. Kopfglock. Ja. Ja. Sie werden es nicht glauben, ich brauche Geld von Ihnen. Warum? Okay. Wegen der Schwader-Geschichte. 600? Nein, 300. Okay. Dann Folgeauftrag. Komme ich gleich mal runter. Jo, ich zieh sie. Okay. Oder wollen sie nicht gezogen werden? Doch, gerne. Okay. Hi. Hallo. Tag 8. Haben Sie einen Transportanhänger für Paletten, mit dem Sie meine Wolle wegbringen können? Nö. Okay, dann stelle ich Ihnen meinen Anhänger zur Verfügung. Machen Sie das. Bitte die Paletten laden und direkt bei der Wolle verkaufen. Spinnerei, oder? Ja. Was? Ich stelle Ihnen den LKW mit... Also Sie bräuchten einen Traktor mit Frontlader. Oder was auch immer. Ja. Und ich stelle Ihnen den LKW mit Anhänger weg, denn mit dem können Sie dann abfahren. Okay? Ja. Wenn ich abladen kann. Ballen entladen, Z. Entladen abbrechen. An dieser Stelle entladen. Z. Ein. Okay. Sepp, was hast du gekauft? Palettengabel. Hey. Die haben wir doch. Wo? Gut, Sie können mich wieder wegschicken. Jetzt haben wir zwei Paletten. Ja, gehen Sie ruhig. Die zwei Palettengabeln sind egal.
Wenn sie wollen, bezahle ich ihnen auch die eine. Ja. Machen sie das. Was kostet eine? Keine Ahnung. Und sag bitte Fragen, bevor du was kaufst. Ja. So. Baby. Was kostet eine Palettengabel? Wieso? Ach, das LU streitet sich, weil sie außerdem jetzt zwei Palettengabel haben. 800. Muss sowieso noch eine Rechnung bezahlen. Ja. Das sollte. Plus Rechnungsbetrag. So. So, wir haben noch exakt Demo, sagen wir 5 Minuten. Oh, da kann jemand eine andere Sprache sprechen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wie, Monsieur? Exakt Demo. Ah, ist das war doch Chinesisch. Chinesisch. Ja, das war absolut Chinesisch. Hast du jetzt wirklich Chinesisch gesagt? Ja, natürlich war das Chinesisch. Das ist Chinesisch, das weiß ich ganz genau. So, ich weiß nicht mal, ob ich das hier jetzt fertig krieg. Ne, kriegen sie nicht. Ne, das können sie komplett vergessen. Das kriegen sie nicht. Das wird. Das wird nix. Warum kann ich denn bei ihnen. Ich kann in jedes Fahrzeug rein, das nervt mich. Bei mir? Da brauche ich 10 Jahre, bis ich bei meinem eigenen Fahrzeug angekommen bin. Ja, bei mir aber doch nicht. Dann bei mir überhaupt kein Lohnunternehmer. Keine Ahnung, ich war gerade in einem Traktor, der stand mit einem Rundballenwagen bei irgendwelchen Kühen oder so. Das ist von Dings. Lohnunternehmer. Hallo. Ich hätte genau von denen. Ich hätte nur eine Frage. Ja. Für wen denn? Wissen Sie, wo unsere Palettengabe ist? Sie haben doch gerade eine gekauft. Ja, wir hatten davor eine. Ja, ist doch wurscht. Hey, hier ist keine Palettengabel. Ich habe ihnen genügend Geld gegeben, da können sie nochmal eine Palettengabel kaufen, auch wenn sie die zweite jetzt schon nicht mehr finden. Nee, die erste finden wir nicht. Ist ja wurscht. Nee, setz sie jetzt zurück. Aber wie? Ja, wow. Ja, dann gehen sie mal weiter suchen. Ostern ist übrigens vorbei. Das weiß ich. Gibt's ja nicht, über was die sich aufregen. So. Oh Gott, ich hab grad. Oh Gott, oh nein, das mache ich jetzt erst. Oh Gott, ey. Bevor ich ja später wieder vergesse. Wir haben ja auch nicht mehr so lange Zeit, ne? Wie lange haben wir denn noch Zeit? Nee, zwei. Circa. Ich glaube, das wird nichts mehr. Nee. Feierabend machen. Was? Ach, bei den Arbeiten, die ich gerade gemacht hatte. Ach Gott, ey. Oh nein, oh nein. Hoffentlich bekommst du das hin. Oh nein, ey. Also, wir werden auf jeden Fall morgen nicht mehr dazu kommen, irgendwelche Felder zu bestellen. Och nee. Hier ist ja gar nicht gepresst. Hier ist der Hundfeder. Ich bezahle immer für Arbeiten, die nicht richtig ausgeführt wurden. Das ist doof. Wie zum Beispiel mit dem Schwaden, bitte. Ja, das war der Extremfall. Das war aber echt lustig. Sind Sie fertig? Ja, ja, alles fertig. Auch beim Feld? Ja, ja, alles fertig. Und dann? Nix was. Ja, lustig. Oder? Für wen? Uns beide? Nee? Nicht? Wie lange braucht denn der, bis der hier ist mit der doofen Palettengabe? Dudele. Geh mal gerade zum Essen. Klopf. Ja. Da das ja bei Ihnen gerade ein bisschen dauert mit den Palettengabe-Geschichte,
würde ich das canceln. Weil das reicht zeitlich sonst nicht mehr. Okay. Dann würde ich gerne für morgen, achso, nee, das ist ja, okay. Nee, dann, ja, einfach canceln. Dann werden sie für jetzt freigestellt. Okay. Gut, danke. Können Sie mich ziehen? Beziehungsweise ja. In einer Minute auch runterkommen. Nein. So. Wir sind gleich angekommen bei der letzten Folge, bei der letzten Minute. Bei der letzten Minute? Ja. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann gerne ein Like, Abo oder Kommentar. Hier kann man eigentlich Feierabend machen, weil das... Am besten alles. Am besten alles. Die anderen kommen auch gleich. Bitte Tiger Farm, Tiger Farm gleich am Anfang. Weißt du, das Lustige ist, ich verbessere dich immer, dass du Tiger Farm sagen sollst. Selbst sage ich es auch nicht. Tja, das lohnt sich ja dann. Was? Das verbessern. Was gibt's denn hier alles? Ah, okay. Es gibt so viele Funktionen bei diesem Anhänger, das verstehe ich gar nicht. Bei welchem Anhänger denn? Bei dem Flatbed WB Dings da 180. Bei diesem DPW Ding oder? Ja, genau. Sag dich doch, oder nicht? Ja. Wir haben nicht DPW gesehen. Nur schade, dass man damit keine Paletten transportieren kann. Ja, finde ich auch nicht schade. Ach, verkaufen sie gerade auch weißes Gold. Ja. Oh nein. Passt leider nicht in meinen Zeitplan. Ah, das Folgenende passt in ihren Zeitplan. Nee, eigentlich auch nicht. Eigentlich hätte ich noch so viele Sachen zu tun, aber naja. Ja, die Zeit ist das Problem, ne? Ja. Ach Gott, ey. Ich kenne das Problem. Gut, dann wären wir jetzt am Ende der vorletzten Folge angekommen. Morgen gibt's die letzte Folge. Lasst euch überraschen, wer gewonnen hat. Lasst euch überraschen. Also ich finde, immer noch nicht ist es ganz klar. Oder? Ja, finde ich auch. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Und die Abrechnung? Jo. Nur für den Herrn Mikado. Ich hab 800. Vorhin schon bezahlt. Ja, 800. Okay. Komm, wir handeln mal ein bisschen. 100. Haben Sie überhaupt wieder Geld? Sie hatten vorhin mal 300, als ich geguckt hatte. Was, ich? Ja. Dankeschön. Ich habe immer noch kein Geld. Was soll denn das immer hier? Gut. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Und bis morgen. Bis morgen und lasst euch überraschen, wer gewonnen hat. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.